wieder noch. Ja, ich hab einen Magma Cube okay. getötet. Warte, Meister gerade wieder was gespawnt. Nee, weg hier. Nein. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Gut. Wir müssen links rüber. Ja, ja. Den Fackeln hinterher. Also Smite macht auf Dings, sagt doch Zombies mehr Schaden als auf Spinnen. Okay. Weil ich habe eben einen Zombie ge-one-hitted mit Smite. Aua. Und für die Spinne habe ich zwei Hits gebraucht. Okay. Auf jeden Fall, da hinten ist noch eine Nether-Festung, die ne? Die sehe ich nicht. Also auf jeden Fall eine unabhängige, die rechts. Ja, die sehe ich nicht. Okay, wir sollten zurückgehen. Erstmal zurückfinden, dann zurück. Gast. Wo dann? Sehe ich auch nicht. Ist tot. Oh Mann, den, ich will gucken, ob der über Lava abgestorben ist. Das wäre hammergeil, wenn nicht. Nein, ist er nicht. Ich muss gucken, ob da eine Tier, ob da eine Ender, ob da so eine Tier von den Vier ist. Ich habe eine, bam, eine zweite. Cool, dann müssen wir ja nicht teilen. Ich habe auch einen. Lol, die sind gerade gespawnt, die vier Stück. Erschrecken wir sie. Nein. Oh. Keiner traut sich. Gut, erstmal Leben zurückkommen jetzt wieder. Nimm Brot. Ich springe auf der Stelle, weil das Holzzeit ist. Wenn man isst. Aber es ist doch viel schlimmer, wenn das auf Wasser ist. Also auf Eis ist, meine ich. Dann läuft man noch langsamer. Wo ist denn unser Fackel? Muss man Eis und dann Soul Sand drüber. Ja, ja, meine ich. Ja. Ist ja, das da richtig? Fackeln hinterher. Jo, was geht? Jo, was geht? Elotrix hier und so. Dann nimmt mal euren Penis in die Hand, denn dann wird alles genau. Dann wird alles gut. Ja, Malte. So, Mann, das kannst du nicht verstehen, Justus, weil du noch nie Elotrix gesehen hast. Ja, ich bin auch gerade ziemlich froh drüber. Elotrix ist der geilste, ist der beste COD-Spieler, den ich kenne, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Der hat immer eine 4er KD. Dann zieht man 4 durch, also der macht 100 Kills und stirbt 16 Mal. Ungefähr. Da hoch. Okay. Ach ja, da müssen wir uns hochbuddeln. Am besten einen Weg, damit wir uns mehrmals... Einen hoch, aber diesmal nur. Hinter dir ist ein Cash! Ah! Oh, war das knapp! Heilige Scheiße! Ich bin von da nach da hingeflogen! Nee. Oh, Kacke! Der ist auf einmal so aufgetaucht! Den hab ich auch vorher gar nicht gehört! Boah, hab ich mich erschrocken! Ich glaube ungefähr so, wie ich mich eben erschrocken habe, als ich in die Lava gefallen bin. Ja, nein. Ja, könnte sein. Wir müssen uns da reinbauen. Passt ungefähr. So. Na dann mach mal. Oh, hoffentlich kommt jetzt kein Guest. Alter, der erste Kakao ist schon wieder nachgewachsen. Wie Kakao? Schnell geht das? Ja, ich weiß. Ich habe das geplantet mal und dann war das schon wieder da. Ich brauche die Schaufel. Ja. Dann lass mich mal vor. Also war das schon wieder auf. Ich habe gerade jedes Mal. Dann war das schon wieder auf Stufe 2, meine ich. Dann kann man so geile Jump'n'Run-Fälle auch machen. Ja, das ist übel. Du bist wieder dran. Vor allen Dingen, du kannst damit ja auch Leiter machen, wenn die eine Zeit lang, also kurz, so lang die nicht gewachsen sind. Sind da unsere Fackeln? Ja, das sind unsere Fackeln. Warte mal, ich setz auf den Aufgang noch eine. So. Oh. Oh. Safe. Oh. Oh. Oh mein Gott. Mega unspektakulär. Du ja, bist gesprungen. Sieht, und was so mega weit vom Rand weg. So. Boah. Boah, der war Lava. Boah. Ich hab sie in der Ferne gesehen. Ja, das ist halt so. Wenn man halt nicht weiß, wo man hinfällt, dann ist das nicht cool. Weg hier. Ich mag kein Soul Sand.
Auch ist man gezwungen zu springen, um schneller voranzukommen. Lol. Der Berg war gerade noch nicht da. Hier ist eine Fackel. Ah, hier ist eine Fackel. Ja, da ist eine Fackel. Da hinten sind Fackeln. Achso, Malte, deine Schaufel. Oh, mir fällt gerade so auf, ich hätte ja nochmal eine Diamantschaufel dabei, womit ich das schnell hätte farmen können. Hat so auch gereicht. Hey, wir sind zu Hause. Die hat Efficiency 5. Hm. Ich drück einmal und 4 Erdblöcke sind in meiner Hand. Ja, da ist das Portal. Wir haben überlebt. Oh mein Gott. Ich habe 22 Blazewords und ich habe keine Ahnung, was du mit, was ich damit anfangen soll. Ich hab 20 Level, geht's gleich mal verzaubern. Ich hab 19. Ich komm hier nicht rein. Mach mal auf. Okay, dann nicht. Warte, Luke, komm doch mal mit. Komm mal mit. Oh Gott, ich werde sterben. Okay. Wirst du nicht. Komm mal zu mir und dann geht die Sonne gerade auf, ja, ne? Ja, die geht gerade auf. Dann kann ich dir meine Dschungelstadt mal präsentieren, also mein zukünftiges Dschungeldörfchen. Wo das ist. Danach will ich was austesten. Ich will gucken, wie viele Monster ich zusammenkriege. Glaub mir, das wird dir gefallen. Guck mal, meine Brücke. Ach ja, und du darfst dann kein Rückstoßschwert benutzen, sonst dann funktioniert das nachher nicht. Benutzen. Ich habe nur 4 Eisenschwerter sind vor Ort. Guck mal, da badet ein Skelett. Guck. Nicht abschießen! Ich habe ein Mutenschwert. Skelett. Du bist Level up. Level 20. Und was ist hier? Wo bist du? Wo bist du? Komm erst noch mit. Ich bin an dem Teich vorbeigelaufen, rechts. Da springt der Name rum. Das passte gerade auch zu mir, weil ich bin gerade auch gejumpt. Stirb! One hit! Boom! Komm mit, ich zeig dir meine Dschungel. Nicht meine Tiere hauen! Gezäunt. Na und? Das hier sind alles meine Tiere, das ist alles mein Land, das habe ich alles gepachtet. Du, ich habe bei Malte auch schon mal ein Tier getötet. Du solltest mir noch 2 Kühe. Getötet. Warum 2? Weil du mir das weil du mir das in den ersten. Ich glaube, daran liegt jetzt ein Monat, ist schon vorbei, seitdem du mir die Kuh getötet hast. Und ich habe noch keine Entschuldigung bekommen. Also sind es jetzt 2 Kühe. Vergiss es. Warte mal kurz. Ich habe einen Wassereimer. Der reicht, um viel Schaden anzurichten, der euch beiden nicht gefallen wird. Wo ach so, ja, und in der Bahn, ja. Und ich habe einen Stack TNT. Selbst zusammengefarmt. Okay. Der sollte reichen, um Bumm zu machen. Und dann habt ihr keine gerade Ebene mehr. Warte, bin ich. Ja, so gerade ist das gerade auch nicht. Also, ich gucke mir das gerade mal an, so viel Platz ist das gar nicht. Ich bin nämlich gerade 65 Block hoch. Auf der großen freien Fläche. Fast. Ich habe die große freie Fläche etwas abgeändert. Ich bin auf der großen freien Fläche. Scheiße! Hallo. Verdammte Kacke, und ich war noch nicht wieder geschlafen. Jetzt bin ich wieder bei Malte. Okay. Cool. So, warte, dann komm rein. In mein gutes Heim. Komm rein in dein Heim. Jetzt musst du die ganze Strecke wieder zurückfahren. Toll. Oh, ein Hühnchen. Nicht mal Haus und töten. Also, das ist Gisela. Töte es. Nein. Soll ich mir jetzt ein Eisenschwert rausnehmen oder was? Nee, da komme ich daher zu. Es muss das wieder Nacht werden.
Ja, damit du auch sie, damit ihr auch seht, wo ich derzeit so dran arbeite. Draußen die freie Fläche hast du gesehen. Da standen fünf große Bäume. Und dann komm mal runter. Und benutzt den rechten Runterweg. Du musst den rechten Runterweg benutzen. Und zwar ganz runter. Flop, bis unten. Okay. Ja, und hier habe ich heute Morgen den ganzen Tag sozusagen drin verbracht. Was hast du hier gemacht? Diese Mine erforscht, die andere Mine erforscht. Die Bäume weggemacht? Die Bäume weggemacht habe ich erst seitdem du auf dem Server bist. Da bin ich gerade mit angefangen. Ach so. Na toll, jetzt muss die ganze Strecke wieder fahren. Ha, ha. Ach ja, und ihr hättet die Strecke auch ruhig noch bis nach oben machen müssen, damit man euren komischen Drehtreppe da nicht hochlaufen muss. Ja, können wir ja nachträglich später mal machen. Ja. Ja, man merkt, dass du immer noch erkältet bist. Ja, ich bin immer noch ein wenig krank. Ein wenig krank sind wir alle. Gisela, hallo. Okay, ein wenig krank sind wir alle. Tschüss. Ja, wenn Nacht ist, also wenn die Nacht anfängt, dann komm mal bitte zu meiner Monsterfalle. Okay. Was ist da? Wirst du dann sehen. Alter, ich hoffe, die Sachen, die spawnen jetzt nicht. Denk dran, du hast 5 Minuten Zeit. Scheiße. Es wird ziemlich eng, weil die Fahrt dauert 3 Minuten und ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe von dir bis zum Haus. Weil dann sind